Österreichische Nationalbibliothek begeht heuer 2018 ihr 650-jähriges Jubiläum und wir haben das ganze Jahr über eine Fülle von Veranstaltungen und heute haben wir unsere Auftaktveranstaltung, die Eröffnung unserer großen Jubiläumsausstellung mit dem Titel Schatzkammer des Wissens. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass die Geschichte einer Bibliothek mit 170 Objekten erzählt wird. Die Wandlung der Bibliothek von einer kaiserlichen Sammlung hin zu einer repräsentativen Bibliothek, zu einem Wissenszentrum der Zukunft. Also ganze 650 Jahre in 40 Vitrinen und ja, einem tollen Ambiente. Ich habe kurz vor der Eröffnung zum ersten Mal durchschauen dürfen. Es war sehr beeindruckend. Nicht nur die Ausstellungsstücke, sondern auch die gesamte Stimmung. Und ich finde, der Ausstellungstitel trifft es exakt, nämlich Schatzkammer des Wissens. Genau das sieht man hier. Sie kommen da rein und Sie merken, was für eine Vielfalt diese 650 Jahre sind. Und Sie merken, wie sehr das verbunden ist einerseits mit der Dynastie, wie es immer mehr tatsächlich zu einer Demokratisierung der Nationalbibliothek kommt. Sie sehen, wie 1848 aufflackerte der Wunsch nach Freiheit und es ist ein Vermächtnis in dieser Ausstellung, die da sagt, das ist eine Bibliothek für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit und das ist ein Angebot und es ist an uns, das zu beleben. Wir werden, und das ist das ganz Besondere an dieser Ausstellung, jeden Monat ein ganz besonderes, ein sehr wertvolles Objekt zeigen, neben den allen anderen Objekten, die in der Ausstellung ja zu sehen sind. Und zwar deshalb, weil diese ganz wertvollen Objekte nicht allzu lange gezeigt werden dürfen.